So, herzlich willkommen beim Motorradmagazin, und weil das heute mein erstes Video 2020 ist, möchte ich damit beginnen, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen und natürlich, was ganz wichtig ist, eine sichere und unfallfreie Saison. Okay. Herzlich willkommen beim Motorradmagazin. Ja, heute ist mein erstes Testvideo für 2020 dran und deswegen möchte ich damit beginnen, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen und, was noch wichtiger ist, eine sichere und unfallfreie Saison 2020. Ja, diese Saison hat für mich heute begonnen. Ich bin den ganzen Tag mit diesem Motorrad hier schon unterwegs gewesen. Triumph Thruxton RS, eine Neuauflage, eine Modifikation. Was es damit auf sich hat und natürlich noch wichtiger, wie sich das Motorrad fährt, das erzähle ich euch gleich. So, willkommen zurück beim Motorradmagazin. Ja, wir sind heute hier im Süden Portugals. Wie gesagt, mein erster Test für 2020, werden noch viele folgen. Aber ich beginne meine Saison, mein Neuheitenjahr mit der Triumph Thruxton RS. Eine Neuauflage, Facelift, möchte ich eigentlich nicht sagen, denn ihr seht ja selbst, dass das Motorrad eigentlich ja, sich optisch so gut wie gar nicht verändert hat. Man muss schon ein bisschen Experte sein, um die Neuheiten zu erkennen. Wenn man diese schöne neue Mehrfarbenlackierung sieht, dann tut man sich leicht, dann erkennt man sofort, das ist ein 2020er Modell. Aber es gibt auch eine zweite Farbvariante, Jet Black, also glänzend schwarz, und da tut man sich dann schon schwer. Da muss man fast ein bisschen Experte sein, um das neue Modell zu erkennen. Schwarz ist allerdings ein gutes Stichwort, denn es gibt mehr schwarze Teile an der Thruxton RS. Zum Beispiel ein paar Motorabdeckungen hier, die sind schwarz, oder die Federn hinten an den Stereo-Federbeinen sind schwarz gehalten. Und ganz hübsch, gefällt mir sehr gut, die Felgen, die Speichenfelgen, die sind jetzt auch schwarz anodisiert. Das gibt dem Ganzen ein bisschen einen dunkleren Look. Ja, viel mehr hat sich natürlich technisch getan beim Update der Thruxton. Ich gebe euch jetzt einmal zwei Zahlen. Das eine ist 8 PS mehr, wir halten bei 105 PS, und das zweite ist 6 Kilo weniger. Und bei diesen Werten sieht man schon, wir halten jetzt also 105 PS, 216 Kilo fahrfertig vollgetankt, dass dieses Modell, die Thruxton, keineswegs irgendwie ein betuliches Naked Bike für Pensionisten oder ein schönes Museumsstück ist, sondern man kann mit dem Motorrad wirklich sehr, sehr viel Spaß haben und auch wirklich gute Performance-Werte erzielen. Also man sollte sich da nicht verkühlen, wenn man auf so ein Motorrad aufläuft, im Kurvengewühl, und derjenige dann vorne Gas gibt. Also man kann schon wirklich sehr, sehr flott unterwegs sein. Besser natürlich, man sitzt selber oben auf der Thruxton und hat es wirklich, wirklich lustig. Wie ist das erzielt worden? Also wie ist das gelungen, dass man eben mehr Leistung, weniger Gewicht bekam? Beginnen wir bei der Leistung. Es wurde innermotorisch einiges verändert. Das Wichtigste, es gibt neue Kolben mit einer höheren Verdichtung. Auch die Ansaugkanäle wurden modifiziert. Die innermotorische Effizienz gesteigert, die Reibung verringert. Triumph spricht von 20% weniger Reibung im Motor. Also klassische Tuning-Maßnahmen. Auch die Nockenwellen wurden verändert, die Steuerzeiten. Auch der Ventilhub wurde vergrößert. Also wie gesagt, klassisches Motor-Tuning, das dann im Endeffekt in 8 PS mehr mündet. Und gleichzeitig natürlich Euro 5-Tauglichkeit. Also das Motorrad ist auch sauberer, effizienter geworden, verbraucht ein bisschen weniger, lauter gute Dinge also. Das Gewicht wiederum, 6 Kilo wurden verloren. Wo ist das passiert? Hauptsächlich eine leichtere Batterie, aber es wurde auch an anderen Teilen gespart. Die Kupplung jetzt mit einer Assist-Funktion ausgestattet. Also es ist viel leichter geworden. Man braucht weniger Handkraft, um die Kupplung zu ziehen. Aber auch die Kupplung ist also leichter geworden. Motordeckel wurden schlanker gestaltet, dünnwandiger gestaltet. Und dann gibt es den Magnesium-Zylinderkopfdeckel, der spart auch noch Gewicht. In Summe also 6 Kilo weniger. Schauen wir uns noch das Fahrwerk an. Da hat sich fast nichts verändert. Wir haben weiterhin vorne eine 43er Showa Big Piston Upside Down Gabel, voll einstellbar, 120 mm Federwege. Und hinten die Stereo-Federbeine von Öhlins mit Ausgleichsbehälter, auch voll einstellbar, auch mit 120 mm Federweg. Aber ein bisschen was hat sich beim Fahrwerk schon getan. Man sieht vorne, wir haben jetzt die neuen Brembo M50 Bremszangen montiert, radial montiert, natürlich vier Kolben.
auch mit neuen Bremsbelägen ausgestattet. Und das soll dafür sorgen, dass man ein etwas griffigeres Bremsgefühl bekommt, gleichzeitig gut dosierbar. Wir werden später bei den Fahreindrücken sehen, ob sich die Versprechungen bewahrheiten. Noch eine Neuigkeit gibt es beim Fahrwerk. Wir haben die Felgen schon erwähnt und darauf sind jetzt neue Reifen aufgezogen. Früher waren es Pirellis, jetzt sind es Metzeler. Metzeler Racetec RR, wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Wir sind heute auch ein bisschen bei Regen unterwegs gewesen, also auf der feuchten Fahrbahn. Die Metzelers machen das Bike sehr, sehr handlich, muss man sagen. Auf der anderen Seite hat man sehr, sehr viel Vertrauen sofort im Regen und auch generell bei kälteren Temperaturen, weil sich der Reifen sehr schnell aufwärmt, was ja für ein Straßenbike jetzt wirklich kein Nachteil ist. So, dann blicken wir noch einmal auf die Ausstattung, auf die Elektronik. Da gibt es Gott sei Dank nicht allzu viel an diesem Motorrad zu sagen. Vor allem wenig Neuheiten. Die Beleuchtungsanlage ist wie gehabt, die Ausstattung im Prinzip wie gehabt, die wunderschönen Instrumente, Doppelinstrumente. Ich persönlich bin ja wirklich ein Fan von den TFT-Displays, aber auf einem klassischen Bike wie dem, da braucht man einfach die zwei runden Uhren mit den klassischen Zeigern. Und die sind Gott sei Dank erhalten geblieben. Einen kleinen Fortschritt gibt es noch bei den Fahrmodi. Es gibt ja weiterhin drei Fahrmodi, gab es vorher auch, Road, Rain und Sport. Allerdings wird ab sofort auch die Funktion der Traktionskontrolle mit den Fahrmodi mitgeregelt. Früher war die nicht einstellbar und jetzt ist es so, wenn man auf Rain schaltet, dann greift die Traktionskontrolle ein bisschen früher ein und bei Sport dann ein bisschen später. So, jetzt müssen wir noch etwas Grundsätzliches klären, und zwar den Namen RS. Die Triumph Thruxton, die gab es ja oder gibt es ja seit dem Jahr 2016 in dieser Form, also in der jüngsten Generation, in der jüngsten Evolutionsstufe. Und 2016 brachte man das Basismodell, die Thruxton, und eine besser ausgestattete R auf den Markt. Triumph ist sehr glücklich mit der Thruxton, es ist ja doch ein Nischenmodell, ein Coffee Racer, und trotzdem hat man das 16.000 Mal verkauft seitdem, aber erstaunlicherweise 80% aller Käufer haben zur teureren, besser ausgestatteten R gegriffen. Und deswegen hat man sich entschieden, jetzt im Zuge des Modellwechsels die Basisversion überhaupt fallen zu lassen und nur mehr die besser ausgestattete Version anzubieten. Also aus der R wurde die RS, also das ist hier das Nachfolgemodell der R. Damit kommen wir schon zu den Fahreindrücken. Wir sind heute fleißig unterwegs gewesen, wunderbare Kurvenstraßen hier im Süden von Portugal. Ich habe es schon erwähnt, wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter gehabt. Es war etwas kälter als vermutet. Wir waren sehr, sehr dick angezogen und stellenweise hat es leichten Regen gegeben. Aber dann haben wir auch schöne trockene Sektionen erwischt und deswegen können wir schon ein bisschen sagen, wie sich das Modell einordnet. Und da muss ich sagen, der größte Fortschritt ist wirklich, kommt wirklich vom Motor. Der Motor dreht viel befreiter hoch, er dreht ja auch 500 Touren höher übrigens, ja, also bis ca. 7500 Umdrehungen. Und das spürt man richtig, wie frei dieser Motor atmet, und vor allem ab 4000 gibt es dann noch einmal einen richtigen Punch. Und das Drehmoment, das ist halt wirklich der Clou dieses Motorrads. Wir haben 112 Newtonmeter Drehmoment unter 5000 Umdrehungen schon anstehen. Die Drehmomentkurve ist generell noch bulliger geworden, also überall steht jetzt ein bisschen mehr Drehmoment, oder fast überall steht ein bisschen mehr Drehmoment zur Verfügung, und das macht einfach extrem viel Spaß, mit diesem Motorrad zu fahren, meistens einen Gang höher, und man kann ja dann richtig schön geschmeidig aus der Kurve hinausziehen, und wenn man dann das Motorrad hochdreht, dann merkt man eben, dass der Motor einfach noch freudiger, noch besser, noch freier nach oben, freier atmet und wirklich vehementer hochdreht, also das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Was geblieben ist, ist dieser wunderbare Sound, den halt nur so ein britischer Zweizylinder, ich kann es auch nicht sagen, irgendwie nur so ein britischer Zweizylinder zustande bringt. Diese Mischung aus Sound und Vibrationen, das ist wirklich perfekt, und das ist absolut genau das, was man sich von einem Coffee Racer erwartet. So, dass wir die 6 Kilo Gewichtsverlust sofort gemerkt hätten, das wäre jetzt wirklich übertrieben, da müsste man wirklich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit dem Vorgängermodell durchführen. Aber was man schon sagen kann, ist, dass das Motorrad wirklich sehr, sehr leichtfüßig ist. Sobald die Reifen einmal auf Temperatur sind, und das geht eben, wie gesagt, relativ schnell, ist das Handling wirklich sehr, sehr angenehm. Also das Einlenken ist präzise, es geht wunderbar leicht von der Hand. Gleichzeitig ist das Motorrad in den Kurven auch sehr, sehr stabil. Einzig
Bremsen in den Kurven, da muss man ein bisschen vorsichtig sein oder wirklich das sehr zart dosieren, weil da kommt dann schon ein bisschen Unruhe ins Fahrwerk. Aber sobald man eben einen flüssigen, geschmeidigen Fahrstil mit diesem Motorrad pflegt, hat man wirklich extrem viel Freude. Wir können auch sagen, dass der Fortschritt in der Bremse wirklich spürbar ist. Die Bremse greift hart zu, ja, aber nicht brutal, nicht giftig. Ja, also man kann es sehr, sehr gut dosieren, aber trotzdem ist die Verzögerungsleistung wirklich perfekt und man kann richtig scharf auf eine Kurve zustechen, dann verzögern und dann hineinklappen lassen das Motorrad. Eben wie gesagt, diese Korrekturen in der Kurve, dann auf der Bremse, die sollte man wirklich, wirklich vorsichtig machen. Das Rausfahren aus der Kurve auch ganz, ganz großartig, eben wie gesagt, auf der Welle des Drehmoment reitend, kann man da richtig schön das Gas anlegen und dann ganz kalkuliert rausfahren. Und da spürt man eben das Pulsieren des Motors. Das macht also wirklich extrem viel Spaß, mit diesem Motorrad unterwegs zu sein. Ja, dazu fügen muss man, es ist natürlich ein Kaffee Racer, das heißt die Sitzposition ist natürlich ein bisschen, ja wie soll man sagen, Leid, richtiges Leid verursacht sie nicht, aber es ist natürlich etwas anspruchsvoller als auf einem normalen Naked Bike. Aber man hat ja jetzt seit vergangenem Jahr, seit 2019 auch die Speed Twin eng verwandt. Die Speed Twin im Angebot als Naked Bike. Das Testvideo seht ihr übrigens hier. Wer es also wirklich komfortabel und ganz geschmeidig haben will und auch für Langstrecken ganz, ganz gemütlich, der kann ja zur Speed Twin greifen. Wenn man sich hier entscheidet für die Thruxton, dann muss man eben die leicht vorwärts gebeugte Sitzposition in Kauf nehmen. Für einen Coffee Race ist es wirklich moderat. Also da gibt es am Markt wirklich, wirklich viel schlimmere Beispiele, die einem wirklich dann Leid auferlegen. Hier natürlich ein bisschen mehr Druck auf den Handgelenken, ein bisschen ein gebeugter Rücken, aber das lässt sich wirklich verschmerzen, vor allem wenn man dafür diesen tollen Look bekommt. Ich muss sagen, ich bin wirklich nach wie vor extrem begeistert, wie schön dieses Motorrad ist, wie liebevoll das im Detail gemacht ist. Ihr seht das an diesen eine Unzahl an schönen Details, wo sich Triumph und die Designer wirklich was überlegt haben. Der Tankdeckel zum Beispiel oder dieses schöne Metallband über dem Tank und natürlich die Abdeckungen hier der Einspritzanlage, die polierte Gabelbrücke. Also es gibt, wo das Auge hinfällt, Schönes zu entdecken. Und ja, wenn man dafür halt ein bisschen mehr Druck auf den Handgelenken hat, was so ist. Dafür profitiert man wieder von einer sehr fahraktiven Sitzposition. Man bekommt viel Feedback vorne vom Vorderrad, von der Gabel, also ein bisschen Vor- und Nachteile, da muss man halt wissen, was man haben will. Naja, der erste Fahrtest von mir ist zu Ende, hat mir wie gesagt viel Freude gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch viel Freude gemacht. Wenn das so ist, bitte gebt mir ein Like oder hinterlasst einen netten Kommentar. Gefällt euch die Thruxton immer noch, nach 4 Jahren mit den Updates, wäre das was für euch? Also ich freue mich über einen netten Kommentar und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Die Kollegen sind jetzt pausenlos unterwegs, Jänner, Februar, März, reihenweise neue Motorräder auf unserem Kanal und ihr verpasst nichts. Wenn ihr ihn abonniert, dann würde ich mich darüber freuen und dann würden wir uns auch bald wiedersehen hier beim Motorradmagazin. Bis dann, ciao.